Kapitel 3 der Vorlesung Information Retrieval. Indexing. Indexkonstruktion. Der Algorithmus zur Konstruktion eines Indexes innerhalb des Hauptspeichers, In-Memory-Index, erhält als Eingabe eine Menge an N-Dokumenten, Groß D. Jedes Dokument DI in Groß D ist eine Liste von Termen. Die Ausgabe des Algorithmus ist ein invertierter Index, dessen Postlisten für einen Term TJ Postings beinhalten, die zwei Elemente speichern. Den Dokumentidentifikator I des fraglichen Dokuments I sowie die Termhäufigkeit von TJ in Dokument DI. Zunächst wird der Index als Map initialisiert und in der anschließenden Vorschleife die Dokumente der Kollektion D in Reihenfolge ihrer Identifikatoren verarbeitet. Im ersten Schritt der Vorschleife in Zeile 3 wird neben dem Dokument DI mit dem Identifikator I ein Set T initialisiert für die Terminologie des Dokuments und eine Map TF, die für jeden Term seine Termhäufigkeit speichert. In der Vorschleife in Zeilen 4 bis 7 werden die Terme des Dokuments nacheinander verarbeitet. Jeder Term wird der Terminologie T hinzugefügt. Wenn der jeweilige Term schon in T vorhanden ist, hat diese Operation keinen Effekt. Darüber hinaus wird der für Term T in TF hinterlegte Zähler inkrementiert. Wenn Term T noch nicht in TF existiert, nehmen wir an, dass die Map-Implementierung per Default einen Wert von 0 zurückliefert. Nachdem das gesamte Dokument verarbeitet wurde und damit für jeden Term seine Häufigkeit bekannt ist, können die Postings für jeden Term des Dokuments erzeugt und dem Index hinzugefügt werden. Dies geschieht in der folgenden Vorschleife in Zeilen 8 bis 13. Sofern für einen Term in Index noch keine Postliste existiert, wird eine leere Liste erzeugt und hinterlegt. Anschließend wird die Postliste für den Term aus dem Index retrieved, ein Posting aus Dokumentidentifikator und seiner Termhäufigkeit erzeugt und das Posting in der Postliste gespeichert. Wir nehmen an, dass die Postlisten hier in Reihenfolge der Dokumentidentifikatoren gespeichert werden sollen. Nachdem alle Dokumente verarbeitet wurden, wird der fertige Index zurückgegeben. Üblicherweise passt die Dokumentkollektion nicht in den Hauptspeicher eines Rechners. Gleiches gilt auch für den Index der Dokumentkollektion. Ein einfacher Weg, die Dokumentkollektion dennoch zu indizieren, besteht darin, die Dokumente geschadet zu indizieren und die einzelnen Indexe anschließend zu mergen, unter Verwendung eines External Merge Sort. Im ersten Schritt wird das In-Memory-Indexing so lange ausgeführt, bis der Hauptspeicher gefüllt ist. Der Index wird daraufhin in den Festspeicher geschrieben. Wichtig dabei ist, dass die Postlisten in alphabetischer Reihenfolge der Terme abgelegt werden, um den späteren Zugriff darauf zu erleichtern. Diese beiden Schritte werden so lange wiederholt, bis die gesamte Dokumentkollektion indiziert wurde. Zuletzt werden bis zu K-Postlisten nebenläufig gelesen, um einen K-Way-Merge zu realisieren. Das Lesen der Postlisten entspricht dabei dem Vorgehen beim Document-at-a-Time-Scoring, mit dem Unterschied, dass die Postings der gelesenen Postlisten in sortierter Reihenfolge hintereinander in eine neue Postliste gemerged werden, die zurück in den Festspeicher geschrieben wird. Da die Zahl n der Shards weit größer sein kann als die Zahl k der effektiv nebenläufig zu mergenden Postlisten, wird dieser Schritt gegebenenfalls auch mehrfach wiederholt, bis alle Indexe zu einem gemeinsamen Index gemerged wurden. Man benötigt hierfür mindestens das Doppelte der endgültigen Größe des Index an freiem Speicher bei einer Array-basierten Implementierung der Postlisten. Bei einer listenbasierten Implementierung genügt es, die Listenelemente neu zu verketten. Das Resultat ist allerdings ein fragmentierter Index, bei dem alle Postlistenelemente zufällig über den Speicher verteilt liegen und sequenzielles Lesen der Postlisten dennoch mit vielen Disk-Seeks verbunden ist. Dies ist insbesondere bei rotierenden Festplatten problematisch. Ein Beispiel. Nehmen wir an, es seien zwei Indexe gegeben, die die beiden Postlisten der Terme TI und TJ speichern. Jeder Index indiziert unterschiedliche Dokumente. Die Postlisten sind in alphabetischer Reihenfolge auf der Festplatte abgelegt, sodass ein Iterator für Postlisten in beiden Indexen die Postliste für TI immer vor der für TJ mergen wird.
Auf diese Weise ist das Erzeugen eines Mappings der Terminologie jedes Teilindexes auf die Speicherposition der Postlisten für die Indexkonstruktion überflüssig. Für den Fall, dass ein Term nur in einem der beiden Indexe existiert, werden diese in alphabetischer Reihenfolge direkt in den gemergten Index geschrieben. Wenn der Term TI erreicht wird, der in beiden Teilindexen existiert, werden die beiden Postlisten in Reihenfolge iteriert und hierfür zunächst zwei Iteratorvariablen XI1 und XI2 erzeugt, die auf die Kopfelemente der beiden Listen verweisen. Im gemergten Index wird die nächste Postlist für Term TI eröffnet. Anschließend werden die Postings beider Listen in sortierter Reihenfolge der Dokumentidentifikatoren in die Postliste des gemergten Index übertragen. Im Beispiel hat das Posting XI2 den Dokumentidentifikator 2 und das Posting XI1 den Identifikator 4, sodass zunächst das Posting XI2 in den gemergten Index übertragen wird und der Iterator zum nächsten Listenelement bewegt wird. Anschließend verhält es sich umgekehrt. Der Dokumentidentifikator des Postings XI1 ist mit 4 kleiner als der von XI2 mit 8, sodass das Posting XI1 als nächstes übertragen wird. Dieser Prozess wird iterativ fortgesetzt, wobei in jedem Schritt immer zunächst das kleinere Posting in den gemergten Index übertragen wird. Wenn das Ende der Postlisten TI in beiden zu mergenden Indexen erreicht ist, wird mit der nächsten Postliste TJ genauso verfahren. Dies wird wiederholt, bis die beiden Teilindexe vollständig gemerged wurden. Zwar können die Postings, die im gemergten Index mit Skip-Pointern auszustatten sind, im Vorhinein identifiziert werden, jedoch muss nach dem Mergen in einem Post-Processing in jeder Postliste die Skip-Liste neu initialisiert werden. Sobald die Dokumentkollektionen Groß-D so umfangreich werden, dass weder die Kollektion noch Index auf einem Rechner untergebracht werden können, muss beides über mehrere Rechner verteilt werden. Die ersten Unternehmen, die das gesamte Web herunterladen und indizieren wollten, sind schnell an die Grenzen einzelner Rechner gestoßen und mussten Datenzentren und Clustercomputer hierfür einrichten. Jedoch skalierte weder die zu dieser Zeit verfügbare verteilte Datenbanktechnologie vernünftig auf Clustercomputer, noch war die verfügbare professionelle Hardware günstig zu haben. Zu dieser Zeit waren die günstigsten Computer, was das Preis-Leistungs-Verhältnis anbelangt, Desktop-Computer, da sich Endkunden und Computerindustrie hierauf konzentrierten. Startups, die Websuche anbieten wollten, konnten sich Datenzentren mit entsprechender professioneller Hardware nicht leisten. Und so wurden, nicht nur bei Google, einfach reihenweise Desktop-Computer nebeneinander gestellt und vernetzt. Sogenannte Beowulf-Cluster. Der Name ist eine Referenz zu einem der ersten Systeme, die mit günstiger Hardware gebaut wurden. Er bezieht sich auf ein frühmittelalterliches episches Heldengedicht aus dem angelsächsischen Raum. Google hat lange Zeit nur Endkundenhardware gekauft und eigene Rack-Computer daraus konstruiert, da auch hier das Preis-Leistungs-Verhältnis trotz der höheren Ausfallrate am besten war. Diese Situation hat sich mittlerweile drastisch gewandelt, da durch die mobile Revolution viele Endkunden kein Interesse mehr an Desktops oder sogar an Laptops haben, sondern nur noch an Smartphones. Der Grund, warum die weitaus fehleranfälligere Hardware ausreichte, war ein neues Cluster-Computing-Paradigma, das von Google eingeführt wurde. Google hat mit diesem Framework mitunter den Big Data-Hype ausgelöst sowie die sogenannte NoSQL-Bewegung begründet. Anstatt tradierte Methoden zur Datenverwaltung wie Datenbankmanagementsysteme zu verwenden, die sich nicht so leicht auf die Anforderungen einer skalierbaren Websuchmaschine übertragen ließen, haben die Mitarbeiter schlicht ein eigenes Datenverwaltungs- und Verarbeitungsmodell entwickelt, Bigtable und MapReduce. MapReduce ist die clusterbasierte Umsetzung eines lange bekannten Programmierparadigmas Split Apply Combine, das in vielen funktionalen Programmiersprachen unter den Funktionen Map und Reduce umgesetzt wird. Aus Entwicklersicht müssen zwei Funktionen implementiert werden. In der Map-Funktion ist die Eingabe ein Key-Value-Pärchen,
und die Ausgabe eine Liste von Key-Value-Pärchen, die aus der Eingabe errechnet werden. In der Reduce-Funktion ist die Eingabe eine Liste von Werten, die von der Map-Funktion denselben Key erhalten haben und die Ausgabe wiederum ein oder mehrere Key-Value-Paare. Ein einfaches Beispiel für eine Map- und Reduce-Funktion zur Ermittlung der Dokumenthäufigkeit. Im Indexing-Mapper ist die Eingabe ein Pärchen i, di, wobei der Schlüssel i ein Dokumentidentifikator ist und di das Dokument als Liste von Termen. Die Ausgabe des Indexing-Mapper sind Key-Value-Pärchen, wobei als Schlüssel ein Term t des Dokuments di verwendet wird und als Wert der Identifikator des Dokuments. Es wird hier darauf geachtet, dass jeder Term des Dokuments nur einmal emittiert wird. Der DF-Reducer erhält daraufhin als Eingabe ein Key-Value-Pärchen, wobei der Schlüssel der Term ist und der Wert eine Liste aller Dokumentidentifikatoren, die als Werte vom Indexing-Mapper für unterschiedliche Dokumente erzeugt wurden. Der Reducer gibt als Ausgabe dann ein Key-Value-Pärchen mit demselben Term T als Schlüssel und als Wert die Länge der Liste aus. Das entspricht der Dokumenthäufigkeit des Terms T in der Dokumentkollektion Groß D, sofern alle Dokumente zuvor durch den Indexing-Mapper verarbeitet wurden. Natürlich kann man das Zählen von der Dokumenthäufigkeit auch anders umsetzen statt auf diese Weise. Der entscheidende Beitrag von MapReduce liegt in der Möglichkeit der massiven Parallelisierung der Ausführung, entweder über lokal vorhandene Prozessoren oder über die Knoten eines Clustercomputers hinweg. Da die Dokumente ohnehin verteilt gespeichert werden, ist es sinnvoll, wenn sie gleich dort, wo sie gespeichert sind, auch verarbeitet und die Ergebnisse anschließend fusioniert werden. Das ist die Aufgabe des MapReduce-Frameworks, dass die Verarbeitung eines massiv parallelisierbaren Jobs in die drei Phasen Map, Shuffle und Reduce unterteilt. Die Shuffle-Phase ist dabei transparent für den Nutzer implementiert. In der Map-Phase werden so viele Mapper wie möglich verteilt über alle Computer gestartet, um die Dokumente der Kollektion parallel zu verarbeiten. Die von ihnen emittierten Key-Value-Pärchen werden lokal gespeichert. In der Shuffle-Phase wird der Output mittels einer Hash-Funktion über den Schlüsseln der Key-Value-Pärchen auf die vorhandenen Knoten neu verteilt und damit sortiert. Sobald alle Pärchen mit demselben Schlüssel auf ihrem durch die Hash-Funktion zufällig zugewiesenen Rechner angelangt sind, werden sie dort noch sortiert. In der Reduce-Phase wird die Reduce-Funktion mit allen Key-Value-Pärchen als Eingabe aufgerufen. Die Verarbeitung großer Datenmengen ist robust gegen Ausfälle einzelner Knoten, da die einzelnen Map- und Reduce-Jobs einfach auf einem anderen Rechner neuerlich ausgeführt werden können. Des Weiteren können dieselben Map- und Reduce-Prozesse mehrfach parallel auf verschiedenen Rechnern gestartet werden, wohingegen nur das Ergebnis des ersten Prozesses, der sich zurückmeldet, genommen und alle anderen noch laufenden daraufhin abgebrochen werden. Man spricht hier von Speculative Execution. Der Hintergrund hierfür ist, dass auf einem Cluster die Rechenlast auf ungleich verteilt ist und es geschehen kann, dass einzelne Teiljobs die versehentlich auf anderweitig stark ausgelasteten oder aus anderen Gründen langsamen Rechnern gestartet werden, die Fertigstellung des gesamten Jobs aufhalten können. Dies wird durch die ansonsten wie Verschwendung wirkende spekulative Ausführung einzelner Jobs weitgehend ausgeglichen. Man kann auf diese Weise nicht nur die Dokumenthäufigkeit von Termen errechnen, sondern eine große Zahl an Verarbeitungsjobs realisieren, darunter auch die Indizierung einer ganzen Dokumentkollektion. Hier sehen wir eine solche MapReduce-basierte Verarbeitungspipeline anhand der Indizierung des Google Ngram-Korpus für unsere Suchmaschine NetSpeak. Die Dokumenteinheiten sind kurz, nämlich nur Phrasen der Länge 1 bis 5, zum Beispiel hier die Phrasen Hello World und Hello Kitty, sowie ihren jeweiligen Häufigkeiten und Identifikatoren. Nachdem die Dokumentkollektion geteilt wurde und für jeden Teil der Kollektion ein eigener Mapping-Prozess gestartet wurde, emittieren diese Mapping-Prozesse als Schlüssel ein Dreituppel, bestehend aus Term, Länge des N-Gramms und der Position des Terms im N-Gramm und als Wert ein Zweituppel, bestehend aus der Häufigkeit und dem Identifikator des N-Gramms.
In der Shuffle-Phase werden diese einzelnen Key-Value-Pairchen gemäß ihres Schlüssels sortiert und dann Reduce-Prozessen zugeführt. Die verteilt laufenden Reduce-Prozesse erzeugen einen Index in Rohform, der dann zuletzt zu einem kohärenten Index zusammengefasst wird, bestehend aus einer Symboltabelle bzw. Terminologie, dem Inverted Index selbst und einem externen Skip-List-Index für die Postlisten. Die Dokumentkollektionen großer Suchmaschinen ändern sich kontinuierlich. Gerade das Web ändert sich so rasant, dass große Anstrengungen unternommen werden müssen, den Index einer Websuchmaschine aktuell zu halten. Das heißt auch, dass ein Index regelmäßig aktualisiert werden muss. Hierfür gibt es eine Reihe möglicher Strategien: Index Merging, Result Merging, Löschlisten. Beim Index Merging werden neu ankommende Dokumente in einem neuen Index gespeichert und anschließend, sobald eine bestimmte kritische Masse an neuen Dokumenten erreicht ist, der neue Index mit dem vorhandenen gemerged. Beim Result Merging werden die Suchergebnisse mehrerer parallel verwendeter Indexe miteinander fusioniert. Dies kann mit dem Index Merging kombiniert werden, solange noch nicht genug neue Dokumente angekommen sind, sodass ein Merging der Indexe sich lohnt. Wenn Dokumente bzw. Einträge im Index gelöscht werden sollen, wird oft nur ein Boolean-Flag gesetzt, das anzeigt, dass ein Dokument als gelöscht markiert ist. Sobald der Index das nächste Mal erneuert wird, werden gelöschte Dokumente dann ignoriert. Sonstige Modifikationen von Einträgen im Index können normalerweise ohne weiteres erfolgen, da die Größe eines Postings immer gleich ist.